Willkommen zurück zu Days Gone. Beim letzten Mal haben wir hier in den Sümpfen einfach noch irgendwelche Nester gefunden, ausradiert und da vorne geht es weiter zum nächsten Intel-Camp. Yippie-yay. So, und das Wasser schadet natürlich auch nur so ein bisschen hier in meinem Bike, aber gut, ist alles okay. Da müssen wir halt jetzt mal durch. Kriegen wir hin. So. Ab hier vorne können wir schon direkt halten. Hol ich meine Armbrust raus. Und dann gehen wir an diese Penner hier ran. Denn die haben 100 pro ein Bunker. Ein Bunker ist vielleicht auch ein Rezept zum Herstellen von Zeug. Ich muss das Camp säubern. Alles Mörder und Diebe. Ich darf keinen von ihnen entkommen lassen. Da war doch was. Nein. Ja, wie gefällt dir das, hä? Jetzt wird's Zeit für den Text. Das ist wieder so was. Na, das ist ja toll. Ich brauche Sprengstoff. Na komm, machen wir eine Rohrbombe. Können eine herstellen. Die fällt langsam und trifft die Wand. So, und da wir jetzt eh laut sind, können wir auch laut sein. Auf sie! Hey, du Penner! Bin hier! Soll mich das umbringen oder was? Könnte klappen. Bin drin. Wow. Hi. Du hast mich überrascht. Lade nach. Wie viele seid ihr denn? Auf jeden Fall ein paar. Ja, da oben ist auch ein Schnipper. An den kriegen wir vielleicht. Nicht so. Er kommt runter. Wow. Ziehen sie zurück. Ich komme auf sie zu. Mit einer vollgeladenen Waffe am besten. Wollte mich gerade treten. Ich kann zurücktreten. Jo. Das war einer von uns. Oh. Na los. Ja, habe ich doch. Nur noch einer. Und wo? Der versteckt sich. Kleiner Feigling. Ah, nehmen wir doch den da vorne. Das waren alle. Jetzt wisst ihr, wie es sich anfühlt, auf der anderen Seite zu sein, hä? Aber echt. Ja. Die sehen doch aus, als könnten sie hier einen unterirdischen Bunker haben, oder? Die Frage ist nur, wo? Ach, da, wo der Typ stand. Ein Bunker. Ja, da ist er kam von dort gar nicht weg. Er hat den Bunkereingang mit seinem Leben bewacht. So. Karte liegt da vorne irgendwo. Was haben wir denn hier? Eine Karte.
So, 100% Hit, euer Campingjäger. Yay. Wie baue ich an was? Wieso wird mir nicht angezeigt, was ich bauen kann? Weil ich nichts Neues zum Bauen habe. Wie ich die freischalte, ich habe keine Ahnung. Das Ding hier sieht aus wie dieses Napalm-Dingens, was der Typ geworfen hat. Das hier, Nero-Tagebuch, ich habe keine Ahnung. Na gut. Jetzt wird mir auf jeden Fall das Ding hier angezeigt. Hier wird was angezeigt. Das hier wird wahrscheinlich so ein bisschen glänzend dargestellt, weil das hier quasi mitverzeichnet wäre auf der Karte, die ich gerade gefunden habe. So, das heißt, als nächstes düsen wir zur Hinweistafel. Haben wir die? Auch, glaube ich, die letzte, ne? Jo. Okay. Aber erstmal zum Bike. Achso, und looten. Oh, toll, eine Splittergranate. Das ist ja toll. Da freue ich mich immer drüber. Aber kann ich ja nicht herstellen. So. Hier die drei Penner noch. 4, 5, 6. Was wir haben, haben wir. Kann ich noch irgendwas herstellen? Ja, hier brauche ich erst Pilze, ne? Die habe ich jetzt hier gerade nicht. Na egal. Meist ist eh voll. Haben wir hier noch ein paar Bolzen herstellen. Und dann geht's zur Ortstafel hier. Einfach hier mitten durch, ne? Passt schon. Der Weg ist ja jetzt frei. Naja, so halbwegs. Bei der Macht der Sprengbolzen. Boom, Baby. Gleich neu hergestellt. So, dann kann ich hier nochmal ein Bäumchen pflücken und auch einen Pilz mitnehmen. Dann kann ich vielleicht so einen Konzentrationscocktail noch irgendwie herstellen. Hat auch irgendwer gehaust. Und auch immer der Reifen da liegt. Vielleicht auch einfach nur zum Beschweren der Plane. Ja, bitte da herstellen. Oh, guck mal. Das ist auch wieder frisch. Auf Vordermann. Läuft doch. Davon ein paar. Ach schade, reicht nicht ganz. Brauche ich auch mal Schrott noch. Na dann, bis auf die Splittergranaten, die ich nicht herstellen kann, haben wir da alles voll. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Also wir nähern uns wirklich so ein bisschen dem Ende des Spiels, habe ich so das Gefühl. Dadurch, dass wir jetzt alles so wirklich komplettieren. Also außer das Spiel hat halt dann noch einen Bereich, den das Spiel dann öffnet. Aber
auch gemessen an den Story-Prozentfortschritten, die wir dann immer haben, die füllen sich ja auch alle so langsam. Da denke ich schon, langsam gehen wir tatsächlich auch das Ende des Spiels zu. Japanische Ballonbombe, Kriegsopfer. Cool, Ballonbombe. Ich möchte auch eine Ballonbombe herstellen, die ich dann auf Horden schmeißen kann. So. Dann düsen wir da drüben. Warum soll ich denn so dahin? Kein Sinn. Da fahren wir anders hin. Wie genau weiß ich selber noch nicht, aber auf jeden Fall anders. Und hier Schrott rausholen und so. Oh, Alter. Nicht mich anspringen. Ich habe nicht so wenig Leben. Kein Grund, mich anzuspringen hier. Oh, Kerosin. Mit passenden Lappen. Oh, Schrott. Dann kann ich jetzt das eine Ding da noch herstellen. Da haben wir alles. Und noch viel mehr. Hier irgendwo ein Boom. Zack. Jo, auf dem Klo haben wir nix. Und die Männerseite. Auch nix. Okay. Den Baum nehmen wir noch kurz mit. Kann ich nicht. Saftladen. Dann düsen wir halt weiter. Oh, Munition kann ich da vorne aus dem Auto rausholen. Die Munition ist ja dann doch schon ein bisschen knapp. Jetzt nicht mehr. Natürlich mein Dingens nicht, ne? Nee. Das ist blöd. Umgelaufen. Sag tschüss, Pike. Schnellreise geht, obwohl mein Dingens im Tümpel liegt. Aber ich bin nah genug am Pike. Ja, okay. Das heißt, wir düsen trotzdem mal dahin. Und dann muss ich halt mal gucken, wie das so vom Weg her gedacht ist. Ich kann mir vorstellen, dass wieder sowas wurde, rüberspringen musst mit deinem Bike. Ich kann mir vorstellen, von hier aus. Sieht auch nicht weniger tief aus, ne? Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Kann natürlich sein, dass wir jetzt von hier aus dann darüber springen sollen. Und dann direkt weiter. Jo, Punktlandung. Bike kann im Wasser nicht repariert werden. So kaputt ist das nicht, guck mal.
So, und von hier aus dann direkt darüber. Hä? Warte. Das ist schon, hä? Bike geht's weg. So, noch ein Stück. Okay. Easy. Irgendwie easy. So. Anarchisten waren ja auch und haben nichts geplündert. Soll mal recht sein. Ja, für mich. Ein Neuroinjektor. Okay. Besser leben mit Chemie. Okay. Das heißt, wir haben jetzt als einziges Ding noch das hier. Ich meine, wegkommen tue ich von hier relativ easy, indem ich einfach eine Schnellreise mache und gut ist. Und dann hoffe ich, ist so gedacht ist, dass man von hier aus ganz gekonnt darüber springen kann. Wir müssen uns die Stelle halt wirklich einfach mal angucken. Schnellreise? Geht nicht? Ernsthaft? Ich kann jetzt nicht Schnellreise machen? Okay. Oh. Hätte ich beinahe vergessen. Ein weiterer Neuro-Mikro-Rekorder. Als wir gestern über den Highway 97 flogen, ich weiß nicht, ob ich das anhören möchte. Hey Mann, ich hatte mich aufs Ohr gehauen. Hey, was ist mit euch Typen los? Hören Sie, ich arbeite genauso viele Schichten wie Sie und ich versuche nicht die ganze Zeit zu schlafen. Tja, Ihre Ausrüstung ist leichter. Jedenfalls waren es über 300, laut dem Infrarotscan. Scheiße, sind das viele? Das bedeutet, die Horden vergrößern sich. Ich meine zahlenmäßig. Ja, Mann, können Sie sich vorstellen, da drin zu stecken? Mir wird übel, wenn ich nur daran denke. Das muss sich anfühlen wie ein Moshpit mitten im Juli. Nur mit einem Haufen Alzheimer-Patienten, die sich nie den Arsch abwischen. Wieso rede ich überhaupt mit ihnen? Ich werfe die Mädchen. Okay. Ich muss jetzt tatsächlich von hier wegspringen, damit ich dann wunderfröhlich weiterreisen kann. Na gut. Okay. So, jetzt brauche ich auch keine Schnellreise mehr machen. So, dann gucken wir, wie wir jetzt dahin kommen. Muss ja irgendwie gehen. Während die Wölfe hier rumheulen. Die Heidi Klum doch erledigen sollen. Oder anders fahren sollen. Egal. Jo, Mist, falsche Ecke. Ich kann so nicht arbeiten. Gerade ausgucken, Dicken. Wie fährst du denn? Jo. Okay. Gleich muss ich da irgendwo abbiegen. Jetzt wieder Leute, die mich überfallen wollen? Nein? Okay, weil hier liegen nämlich auch noch so viele. Gut, besser für die.
Mist. Muss runter. Hui. Komm mal weiter, ne? Mir hier ein bisschen zu brenzlig. Bin manchmal nicht sicher, welche Abzweigung soll ich jetzt nehmen, aber es war jetzt diese hier. Von hier aus dann darüber springe. Gut. Wird mein Bike das aus? Ach, bestimmt. Also mit schönem Karacho voran. Ein bisschen gerade anfangen hier. So. Anhalten. Schnell speichern und weiter. Lief besser als gedacht. Lief viel, viel besser als gedacht. Ich dachte, es reicht nicht, aber. Doch. Okay. Fühl's. Oh, auf der Insel bleibe ich, bin ich sicher, ne? Bisschen. Ah, ein Neuroinjektor. Genau das, was ich brauche. So, ab in die Gesundheit. Wird schon schief gehen. Haben wir alle, ne? Wir haben jetzt alles. Alles aufs Maximum gekriegt. Oh, ein Mikrorekorder. Wie viel Benzin haben wir? Genug für den Rückweg zur Basis. Okay. Wieso, warum? Noch was vor? Ich habe überlegt, die Fallen drüben bei Thielsen zu checken. Oh Mann, so weit kommen wir aber nicht. Setzen Sie es für morgen auf den Plan. Ja, okay. Das war ein kurzes Gespräch. Also was wir halt jetzt noch offen haben, ist, in manchen Gebieten gibt es dann hier nochmal so einen Niro-Rekorder oder sowas an manchen Stellen. Irgendwo da oben zum Beispiel. Niro-Information. Wenn ich die aber nicht einsammle, dann ist das jetzt, finde ich, auch nicht so schlimm. Meine Meinung. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir von hier aus wegkommen, ne? Weil sonst Schnellreise hier funktioniert wahrscheinlich nicht. Nö. Ob das hier so sein soll? Könnte tatsächlich sein, ja. Du hast eine Pflanze übersehen. Jo. So. Schnellspeichern ist nicht. Okay. Läuft. War jetzt auch erstmal nur das Wizard Island Camp hier, das eine Nebenquest hat noch. Dann düsen wir mal dahin. Gucken mal, was hat er denn so zu sagen bei seiner komischen Nebenquest. Man muss ja mal gucken. Was da los? Okay. Nicht alles hier wegbomben. Ihr könntet mich treffen. Wäre wahrscheinlich nicht mal schlimm, ne? Hey, mach
Ey, mach auf, bitte, heißt das. So. Dann kullern wir mal rein mit unserem Schrottmobil hier. Da haben wir noch. So, und die Nebenquest direkt markieren, damit ich gleich richtig fahre. Und nicht plötzlich bei Server lande, wo ich vielleicht noch nicht hin will. Und wir müssen sowieso unser Bike reparieren, volltanken, Munition kaufen und. Braves Mädel. Gut, auftragen muss nicht mal zwingen. Wir haben ja gerade auf der Insel einen Kanister reingefüllt. Deke, befehlshabender Korporal. Was willst du eigentlich von mir? Deacon, hey Mann. Ich hab dich letztens mit der Hexe von Wizard Island rumcruisen sehen. Wie lief das denn? Du meinst Lieutenant Whittaker, Sergeant? Ey, nein, so habe ich das nicht gemeint. So unter uns Soldaten, okay? Einfach mal quatschen. Nach, zeig etwas Respekt. Ja, ja, wie gesagt, war nicht böse gemeint. Mhm. Na gut, lass ich das mal so gelten. Corporal St. John, Deke, wir sehen uns. Corporal Deacon St. John. Yeah. Sarge, schön dich zu sehen. Oh, man macht auf dicke Hose. Ja, wie immer. Okay, ja. Jedes kleine bisschen hilft, oder? Ja, du machst mich noch zum Millionär, was? Ja, okay. Okay. Bis dann, Corporal. So, hier. Colonel Garrett. Was hast du für eine tolle Quest? Corporal St. John, wir haben ein Problem, bei dem Sie uns helfen können. Okay, Sir. Eine unserer Soldatinnen wurde entführt, Sergeant Melinda Foster, als sie auf dem Highway 97 an der Ostgrenze auf Patrouille war. Es war ein Hinterhalt. Zwei Männer kehrten zurück, lebend. Sergeant Foster wurde entführt. Melinda Foster. Kennen Sie sie? Nein, Sir, leider nicht. Sie finden Ihren letzten Standort auf der Karte. Ich vertraue darauf, Corporal, dass Sie sie unversehrt zurückbringen. Sie können auf mich zählen, Sir. Wegtreten, Corporal. Okay. Da muss ich ja gar nicht mal weit weg. Aber von hier aus zu fahren ist, glaube ich, eine Ecke angenehmer. Weil muss ich nicht so langsam aus dem Camp halt raustuckern. Gerade ich wieder langsam reintuckern muss. Ja. Ich meine, es ist sinnig, dass du halt im Camp nicht rumfährst wie eine besenkte Sau. Ganz ohne Frage. Ja, dennoch. Ja, so manchmal denke ich mir so. Ja, genau. Ich denke mir dann. Ich weiß gar nicht mehr, welcher NPC hat einen Ausschlag gemacht. Welchen Spiel? Sind wir schon da? Noch nicht. Okay, wir nähern uns. Stellen wir mal hier unser Bike ab. Da ist das umgestürzte Bike. Und wo ist er dann hingebracht worden? Ein Milizbike. Das muss ihres sein.
Colonel, Corporal St. John, mache Meldung, Sir. Ich bin am Standort und das Camp scheint leer zu sein. Sergeant Forsters Leben liegt in Ihren Händen, Corporal. Enttäuschen Sie mich nicht. Nope, Sir. Ich finde sie. Gehen wir mal rein. Oho. Das hier ist es. Das muss es sein. Wo zum Teufel sind die alle? Irgendwo im Hinterhalt bestimmt. Den einen habe ich da schon gerade gesehen mit meiner Überlebenssicht. Vielleicht kann ich da irgendwie von oben angreifen, durch eine Dachluke. Kann er nicht hochklettern, schade. Juhu! Greif an! Deckungsfeuer! Deckungsfeuer! Okay. Okay. Was ist das? Glaub, das hätte gerade anders sein sollen, aber egal. Ich glaube, die hätten mich schon unterbrechen sollen, während ich an der Tür am Werkeln bin. Ach, Kacke. So. Geh weg! Waren das alle? Sieht so aus, ein ganz normaler Arbeitstag. Also wie immer. Passiert mal 6-mal die Woche. Mal gucken, muss ich das Ding nämlich nochmal aufschließen. Obwohl ich es ja quasi gerade aufgeschlossen hatte. Das ging gut. Ein kleiner Bug. Ich bring sie um. Ich schwör's. Ich glaube nicht. Ist das die schon mal gerettet hat? Sarge, hatten Sie einen schönen Tag? Scheiße, Corporal. Danke. Ein super Tag. Echt toll. Soll ich Sie zurückfahren? Steht da draußen ein Milizbike? Oder haben die es ausgeschlachtet? Nein, nein. Es ist noch da. Okay, dann komme ich klar. St. John, richtig? Danke. Ich schaffe es allein zurück. Okay. Das für eine komische Lampe. Schmetterlingslampe. Ein neuer Fertigkeitspunkt. Ach, das hatte ich gar nicht geskillt. Jetzt habe ich immer noch 2 über. Oh, nehmen wir das hier. Also ich hatte es nicht geskillt, nachdem ich gestorben bin, wahrscheinlich. So. Ja. Heißt, rechnerisch gesehen fehlen uns jetzt nur noch 5 Level, da haben wir alles geskillt. Weil pro Kategorie gibt es 15 Fertigkeitspunkte zu verteilen. Hier kann ich jetzt nicht hoch. Doch. Tür nur mal gucken. Vielleicht sehen wir was Tolles. Yeah. Ist so hoch. Und es gibt hier einen Scheiß. Dann halt nicht. Bitte warten. Die Leiter wird wieder runtergeklettert. Das war unnötiges Leiterklettern. Passiert. So. Dann sammeln wir halt nochmal kurz hier ein, was es hier noch so gibt. Wie zum Beispiel Kerosin. Nie verkehrt.
Das hier hinten sind ja nur die ganzen 5000 Waffen und so. So, und dann verschwinden wir von hier. Oh, noch mehr Kerosin. Das Loch in der Wand war hier, genau. So, dann können wir jetzt uns auf die Hauptstory konzentrieren. Aber das und mehr machen wir dann auch erst in der nächsten Folge von Days Gone. Bis dahin, viel Spaß auch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.